Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal die Pinkbox in einem anderen Design, als Invitation, join us to celebrate our Sparkle Party, on November 22, time after the mailman arrived. Das andere interessiert mich nicht. Mal gucken, was drin ist. Nicht so schwer heute. Schön verpackt. Ich glaube, die kostet immer noch 15 Euro. Ich glaube, die ist vom Preis noch nicht hochgefahren. Okay. Oh. Haben wir mal ein bisschen Make-up vielleicht heute? Moment. So. Mal gucken, was da drin ist. Okay. Das erste, was ich sehe, ist von Selfie Project. Ich habe noch nie was davon gehört. Und da ist eine Shine Like a Diamond Peel-Off Mask. Okay. Ja, was sieht man, wie so Sparkle drin. Also ich finde das sehr also nicht notwendig. Ich habe noch schon mal so eine Glittermaske gehabt und bis ich den Glitter weggehabt habe. Also das war furchtbar. Würde ich nicht empfehlen. Okay, das ist Nummer 1. Oh mein. Okay. Oh, das ist mal was Schweres. LOV. Ja. Habe ich schon mal was gehört, aber ich weiß nicht, ob ich schon mal was bekommen habe davon. Was ist das? A Moisturizer? Perfecting Makeup Primer. Okay. Ein Primer, bin ich mal gespannt. Bis jetzt habe ich noch keinen Primer gefunden, wo also wirklich einen Unterschied gemacht hat. Okay. Oh. Okay, da hat sogar eine Farbe. Okay, Mama. Hat eine Farbe. Okay. Ja. Okay, fühlt sich an wie normale Foundation. Ja. Riecht angenehm. Ganz, ganz leichter Scent. Schön, das ist eine Glasflasche. Schön. Naja. Okay, Nummer 2. Super. Ach. Ja, was ist das? Traceless Hair Clip von Invisibubble. Die Invisibubble sind normalerweise sehr teuer, finde ich. Für einen Clip oder für den Gummireifen und so. Okay, so sehen sie aus. Wie machst du das raus? Ah, okay. Ah ja, okay. Kann man das so rausmachen? Und dass ich das kaputt mache? Ja, okay. Ah, so sieht es dann aus. Ah ja, süß. Nicht schlecht. Mal was anderes von Invisibubble. Okay. Na, geh es weg. Ich wieder dran. Okay, Invisibubble. Okay. Das war Nummer 3. Dann ist das eine a Glimmer Stick von Avon. Okay. A Retractable Diamond Eyeliner. Ah, ich habe gedacht, der Glimmer Stick, das ist vielleicht ein Eyeliner, ja. Okay, ja. Ups, oh. Okay. So sieht's aus. Weiter drehen. Vielleicht nicht so. Bricht er mir ab. Vielleicht auf diese Hand. Jetzt. Ah ja, es ist. Ups. Ja, ist ganz cremig und. okay. Und was anderes. Fast weiß. Ein Eyeliner. Okay. Dann haben wir noch mal was von Catrice. Catrice ist nicht schlecht. Ist eine, finde ich, eine gute Marke. Und sehr billig eigentlich. Das ist die Morph. Okay. Das steht dann drauf. Hier, das ist die Base. Und dann haben wir hier der Highlight. Ja. Okay. Das ist okay. Ein bisschen langweilig, finde ich. Okay, dann haben wir nochmal was da drin und zwar Koffein Power Augen Gel Pads von Shabens. Okay, sehr gut. Urteil. Gut. Okay. Shabens Koffein Power. Nochmal was drin. Von Benefit, ja. Das ist meine Lieblingsmascara. Das heißt, es gibt verschiedene. Mal sehen, was die da ist, die ich so gerne mag. Mal gucken. Das ist die schwarze. Die schwarze, die ist super. Die ist echt super.
zeige euch mal die Bürste. War die andere auch so? Auf jeden Fall ist sie gut. Die Bad Girl Bang von Benefit. Da freue ich mich am meisten drauf. Super. Okay. Noch was drin? Nein, das war's. Okay. Dann gucke ich mal auf der Webseite, was das alles gekostet hat. Okay. Was ist da wieder los? Moment. Also, nochmal. Hier ist der Primer von LOV. The Aura Glow Perfection Primer. Bin ich mal gespannt. Okay, und dann haben wir die zwei Haarclips von Invisible. Dann von Benefit die Mascara. Ja. Dann haben wir hier die Gel Pads für die Augen von Shapings. Dann die von die Palette von Catrice. Gut. Und dann haben wir noch diesen. Hier sieht man es besser. Ja, das ist ganz wie Wachs. Okay. Okay. Von Avon, dein Eyeliner. Okay. Und dann haben wir noch die Peel Mask von Selfie Project. Okay. Das war's. Ah, Hyaluron ist drin. Okay. Also muss ich sagen, das war jetzt eine von den besten Pinkbox-Boxen in wirklich langer Zeit. Gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.